Hallo, herzlich willkommen zum Bienen- und Imkerei-MOOC. Was erwartet euch hier? Das zentrale Ziel ist erstmal bessere Imker und damit einen besseren Bienen-, Insekten- und Umweltschutz insgesamt zu erreichen. Und wie wir das in dem Kurs erreichen, das stelle ich euch jetzt gleich mal vor. Worum soll es im Bienen-MOOC jetzt ganz konkret gehen? Natürlich geht es um Bienen, ganz speziell um Honigbienen. Ich kenne aber keinen Imker, der sich nicht auch für Wildbienen, Insekten und Umwelt interessiert. Das heißt, Imkerei und Bienenhalten ist ganz stark mit Umweltschutz und Interessen für diese Themen verbunden. Damit deckt das Thema auch indirekt natürlich weitere Bereiche ab, die über die reine Bienenhaltung und Imkerei herausgehen. Warum sollst du jetzt an dem MOOC teilnehmen oder bist du tatsächlich jemand, der daran teilnehmen sollte? Zum einen könnte es sein, du bist schon Imkerin, zum Beispiel ein erfahrener Imker und möchtest dich kontinuierlich weiterbilden mit neuen Themen, neuen Ideen, mal Sachen neu ausprobieren. Das zweite könnte sein, du bist eine junge Imkerin, hast seit 1 oder 2 Jahren Bienen und bist bei manchen Sachen noch unsicher, ob du das jetzt so richtig machst oder ob du nicht vielleicht diese gleichen Dinge auf eine andere Weise machen könntest, dann kannst du das natürlich hier im Bienen-MOOC entsprechend lernen und mitkriegen und nachmachen. Oder du möchtest nur vielleicht Imkerin werden. Du bist dann also noch nicht ganz sicher dazu. Dann bietet der Bienen-MOOC dir hier die Möglichkeit, ein Testjahr zu haben als Interessierte, um danach zu entscheiden, will ich mir wirklich Bienen und die entsprechende Ausrüstung zulegen. Oder ich möchte als Lehrer oder Imkerin eine Imker-AG durchführen, möchte wissen, wie mache ich das am besten, welche Materialien kann ich verwenden, ohne dass ich extrem viel eigenen Aufwand mit der Materialienerstellung habe, weil ich will ja mehr die Praxis zeigen. Oder ich bin ein Schüler, der an der Imker-AG teilnehmen und möchte die Theorie möglichst gut lernen können, das Ganze auch online. Oder ich bin entsprechend ein Elternteil von den Schülerinnen und möchte wissen, was dort gelernt wird, was für Themen das sind und vielleicht interessieren sie mich auch selber etwas, was dort passiert. Und die dritte Gruppe, die noch da sein könnte, ist, du willst gar nicht selber Bienen halten, aber du möchtest es gerne unterstützen, du möchtest Umwelt, die Insektenschutz und so weiter unterstützen. Da könntest du also zum Beispiel Landwirt sein oder einfach nur Umweltinteressierter. Auch dann ist der Bienen-MOOC zu diesen Themenbereichen interessant für dich. Der Bienen-MOOC selber befasst sich nur mit der Theorie und dem theoretischen Wissen dazu. Und das Ganze in 2 Teilen. Zum einen den interaktiven Online-Kurs, den eigentlichen Bienen-MOOC auf der On-Campus-Plattform. Das ist also ein interaktiver Lehrgang jedes Jahr, der von Februar bis August stattfindet. Der hat 14-tägige Einheiten, also wirklich parallel zum Bienenjahr, wann du wirklich diese Sachen an den Völkern ausführen musst. Und da besteht jede Einheit jeweils aus den Theoriethemen, aus Diskussions- und Erfahrungsaustauschmöglichkeiten und wir versuchen für jede dieser Einheiten eine Live-Session ranzubekommen mit einem erfahrenen Imker, einem erfahrenen Experten, also so einem Guru zu dem Thema, der ein Thema vorstellt und wo er dann auf eure Fragen entsprechend antwortet. Parallel hat man ja zu jedem Kurs, kennt ihr auch sonst, noch ein Lehrbuch dazu. Das Lehrbuch sind ja freie Bildungsmaterialien, wir nennen das Ding trotzdem als Kursbuch, um im Kopf die Verbindung hinzubekommen. Das findet ihr unter bienen.open-academy.com. Das können wir natürlich 365 Tage im Jahr erreichen. Und das sind alles freie, wiederverwendbare, anpassbare Lernmaterialien. Nicht bloß Lernmaterialien, sondern auch Dokumente, Vorlagen, alles, was man so für die Imkerei dann noch braucht. Und erstellt ist das Ganze oder zusammengeführt ist das Ganze nach dem Abstract-Modell, das heißt nach dem Best-of-Internet-Ansatz, das heißt, es wird auf die besten Inhalte zu den entsprechenden Themen im Netz verwiesen. Und das Ganze, also der interaktive Bienen-MOOC und das Kursbuch ist alles kostenfrei, aber eben nach dem Pixabay-Vorbild könnt ihr natürlich auch einen Kaffee spendieren, wenn ihr denkt, das war so toll, dass man einen Kaffee verdient hat und euch das leisten könnt. Und der zweite Teil von der Flipped Classroom-Ausbildung, wo das dazugehört, ist neben der Theorie die Praxis. Und dazu suchen wir natürlich möglichst interessierte Imker vor Ort, die da mitmachen wollen, Lehrerinnen an den Schulen, die die entsprechenden Imker-AGs durchführen, oder Volkshochschulen, die solche Kurse für die Menschen ihrer Region anbieten. Und das können also entweder in der Imker-AG stattfinden, die Praxis, es kann auch ein Lehrbienenstand stattfinden, kann auch sein, eure Schule hat einen errichteten Schulbienenstand und das Ganze kann auch getrieben werden von eurem Imkerverein in der Region oder entsprechend von eurem Landesverband in der Region. Also hier findet dann die Praxis statt oder ist gedacht, dass die Praxis stattfindet, auf Basis auch dieser Theorie hier in dem Bienen-MOOC entsprechend seht und dann natürlich auch Videos habt, die ihr nachmachen könnt. Also ich würde mich freuen, wenn viele von euch beim Bienen- und Imkerei-MOOC jetzt mit dabei sind und ich danke euch für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören.